Ja, hi Freunde, vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Freitagabend, Zockabend. Wir legen wieder los mit FIFA 21 und mit Werder Bremen. Und ich habe einen Kommentar bekommen, der mir erklärt hat, wie das mit dieser Bissigkeit funktioniert. Und genau das möchte ich euch heute zeigen, damit wir das in Zukunft ein bisschen besser hinkriegen beim Club. Also bei unserem Club, nicht bei dem Club. Grundsätzlich ist das mit der Bissigkeit so ein Wert, der man kann so ein bisschen mit Spielpraxis vergleichen. Das heißt, dieser Wert wird eben gesteigert durch, ja gut, Training und durch Spiele. Und wenn der Wert der Bissigkeit über 50 ist, dann kriegt man einen Attributboost. Wenn er unter 50 ist, kriegt man Abzüge. Das heißt, hier sieht man eh, wie die Attribute sich circa verhalten. Ja, das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen das mit dem Training ein bisschen optimieren. Und zwar eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Trainiert wird immer diese Taktik, die hier ausgewählt ist. Das heißt, da werden dann halt immer wieder je nach Übung Spieler ausgewählt aus der ersten Mannschaft und aus der Ersatzbank. Und ich mache das jetzt so, dass ich eine zweite Taktikvorlage anlege. Das ist quasi die Kopie der zweiten. Deswegen nenne ich das jetzt einfach B11. Ich nenne es einfach B, dann bin ich schneller. Und da erstellen wir jetzt quasi einfach eine zweite Mannschaft, so wie wir spielen würden. Das heißt, ich gehe das jetzt einfach mal kurz durch, damit wir niemanden vergessen. Nehmen wir da den Chong. Dann zentrales Mittelfeld Schmid, Mbom und da ist die Frage, wen wir noch nehmen. Komm schon. So. Eras, Gruev oder Dzeko. Muss sagen, 25 ist Eras, Gruev ist erst 20, also würde ich sagen, nehmen wir ihn. Wir werden sowieso nicht spielen, also ist das grundsätzlich egal, wenn die hier aufgestellt sind, aber ihr seht hier schon an diesen Symbolen, dass es da mit der Bissigkeit halt nicht ganz so gut aussieht. Das heißt, wir stellen da jetzt noch schnell den Rest ein. Agu. Friedl in der Innenverteidigung gemeinsam mit Moisander nehmen wir noch und Patrick Farkas. Und im Tor nehmen wir ja, Capino von mir aus. Jetzt muss ich schauen, ob ich niemanden doppelt habe oder niemanden übersehen habe. Ganz wichtig ist, wir können die Bank auch noch besetzen. Das heißt, Velkovic, Manafa ist dann, ja, eigentlich sollte man da jetzt natürlich Leute nehmen, die auch so nicht spielen werden, also nicht unbedingt Spieler aus der ersten Mannschaft wieder. Machen wir jetzt hier. Habe ich Moisander jetzt eigentlich in der ersten Mannschaft? Jetzt war ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube, naja, nee, Toprak und Veljkovic, das heißt, das passt. Den Al-Nasser, den ich aus der Jugendmannschaft geholt habe. Den Groß. Wer fehlt denn da jetzt? Noch ein Keeper. Der Straudi. 21 Jahre alt, ist mir lieber als groß, weil der 31 ist. So, gut. Und jetzt machen wir es so, dass wir diese Taktikvorlage speichern und auch wirklich die auswählen, aktiv. Das heißt nicht, dass wir damit spielen werden, aber das heißt automatisch, dass der halt jedes Mal die Spieler aus dieser Aufstellung raussucht fürs Training. So, und jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach mal in die Partie ein. Vom Schwierigkeitsgrad her, das müssen wir beobachten. Einige haben gemeint, ich soll vom Schwierigkeitsgrad heraufgehen. Ich persönlich finde jetzt mit einem guten Kader, so wie wir es jetzt im Moment haben, 12 Punkte mit nach 6 Spielen nicht komplett unrealistisch. Also ich würde vielleicht jetzt noch ein bisschen drauf bleiben. So, und jetzt rechts müssen wir aufpassen, weil jetzt haben wir die alte Aufstellung. Das heißt, wir wechseln hier und jetzt soll es passen. Ich habe gestern ein bisschen mit Arsenal begonnen in der Premier League, was eigentlich sehr, sehr cool war, viel Spaß gemacht hat. Habe ich neben dem Champions League schauen am Abend gemacht und da habe ich das mit der Bissigkeit dann wirklich schon ganz gut in den Griff gekriegt. Also vielen Dank an euch für die Info. Was wir noch machen müssen, ist, wir müssen am Training arbeiten. Also genau solche Übungen wie das hier jetzt müssen wir bearbeiten, indem wir, und das wird quasi dann bei der Simulation immer das Training, die Bestnote des vergangenen Trainings oder der vergangenen Trainings genommen. Kommentator muss ich noch ausschalten. Und ich erkläre euch das einfach nachher. Fangen wir jetzt einfach mal an zu spielen, weil dafür schaut ihr ja eigentlich zu. Ah, das passt eigentlich eh. Kommentator da. Tun wir noch weg.
So, und dann schauen wir. Ja, schönes Stadion. Ist, glaube ich, auch erst in dem Jahr dazugekommen, oder? Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber egal. Das fangen wir auf jeden Fall mal an. Kruse. So. Kommt mir alles schon viel langsamer vor als Arsenal gestern. Jetzt habe ich den Moment schon mal verpasst, in die Tiefe zu spielen. Aber spielen wir halt ruhig von hinten raus. Da hat Camavinga Platz. Oh, das war schon super gespielt. Und da hat es jetzt schon geklingelt. Schöne erste Aktion an sich. War jetzt ziemlich einfach, also vielleicht sollte man den Schwierigkeitsgrad doch erhöhen. Aber der Treffer an sich war auch ganz schön. Ah, da rutscht der gegnerische Verteidiger weg. Assist war auch nicht schlecht und Selke mit seinem vierten Saisontor. Sechste Minute. So, ich habe jetzt, muss ich aber sagen, eigentlich am Anfang mit Arsenal auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad ziemlich aufs Maul bekommen. Ich habe in der Vorbereitung nicht viel gespielt, habe dort ein enges 4-4-2, so wie ich es mit Malaga spiele im Football Manager. Beziehungsweise hatte ich am Anfang ein weites 4-4-2. Unser Rechtsverteidiger liegt da. Der ist wohl verletzt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, Farkas können wir bringen. Das war eben jetzt so, dass ich dann, glaube ich, den Community Shield, also den Super Cup quasi, ah, der landet da blöd wahrscheinlich, gegen Liverpool 1 zu 5 verloren habe. Dann habe ich den Saisonstart gegen Chelsea gehabt, nächster Top-Gegner, da habe ich 3-0 verloren. Dann habe ich die Taktik umgestellt aufs enge 4-4-2 und dann lief es ein bisschen besser, dann war ich defensiv ein bisschen stabiler. Und ja, da habe ich dann in letzter Sekunde noch 3 zu 2 gewonnen und da hat der Schwierigkeitsgrad eigentlich sehr gut gepasst. Ist halt die Frage, wie es jetzt so aussieht. Im Moment finde ich es noch fast eine Spur zu einfach. Er kommt leider nicht durch. Noch nie so richtig darauf geachtet, was der eigentlich durchsagt. Habt ihr das gerade gehört? Werbung für die Imbissstände. Finde ich eigentlich ganz cool für die Atmosphäre. So eine Atmosphäre würde ich mir halt echt im FM wünschen. Mit so einer Grafik wäre es halt 3D schon cool, aber wichtig ist halt, und deswegen bin ich eigentlich gar nicht so der Feind der alten Engine, dass die Taktik gut umgesetzt ist, weil das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Dass das halbwegs realistisch rüberkommt mit dem, was du einstellst. So, Camavinga jetzt mit einer gelben Karte. Unsere Neuverpflichtung. Kein Problem für Pavlenka. Ball gleich rechts raus auf Bittencourt. Der kommt da natürlich im Kopfball nicht so wirklich zum Zug. So, und jetzt ist er weg. Selke marschiert. Der Pass kommt, der ist nicht so schlecht. Welke setzt sich durch. Abschluss zu zentral. Und der Pass war nicht gut. Oh. Da muss Camavinga jetzt schon aufpassen. Vielleicht sollte man den zur Halbzeit runternehmen, dass uns der noch mit Gelb-Rot fliegt. Farkas verliert den Zweikampf. Flanke kommt durch. Veljkovic verliert das Kopfballduell. Plötzlich ist der Gegner durch. Ich kläre lieber zur Ecke. So, Kruse mit der Ecke. Und die kriegen wir nicht so wirklich weg. Gefährlich. Aber nichts passiert. Oder gehen sie früh drauf? Setzen dann aber wenig nach, zum Glück. So. Komme ich.
Abschluss nicht gut. Leider, da wäre mir der Freistoß vielleicht sogar lieber gewesen. Abschluss des Linksverteidigers ging deutlich daneben. Da war wohl irgendwo Vorteil. Aus dem leider nichts wird. So, Pressing Selke. Wird auch nichts. Ah, gut den Ball gespielt. Hat brutaler ausgesehen, als es war. Ja, sehr souverän zurück. Jetzt haben wir natürlich keinen Stress mit der Führung im Rücken. So, der war nicht schlecht. Eggestein. Ja, muss ich ein bisschen verzögern. Ball bleibt in unserem Ball, in unseren Reihen. Aber auch riskant. So, vielleicht jetzt die Chance. Ist schon im Abseits. Ah, schade, jetzt habe ich ihn nicht durchgebracht auf Eggestein. Das hätte passen können. Der wäre durch gewesen. Ja, offensiv geht nicht viel bei Union im Moment. So, Kammerwinger wird ja noch attackiert. Da hinten ist wer frei. Eigentlich gar nicht sonderlich gut gespielt. Aber der, da waren sie ziemlich offen. Und der Abschluss. Ja, gut geblockt. Rashica mit der Ecke. Das war abseits? Ach, ich habe gedacht, das ist sich ausgegangen. Das war auch dünn. So, Nachspielzeit läuft auch schon. Fuckers. Aber nichts passiert. Passt, wir gehen mit einer 1:0 Führung in die Pause. Aktion war schön. Satter Abschluss von Selke. Kannst du als Torwart halt auch nichts machen. Aber wir sehen 5:6 die Chancenstatistik. Also so ausgeglichen, wie die Partie jetzt ist, bin ich eigentlich halbwegs zufrieden. Ich mache jetzt schon den zweiten Wechsel. Im FM würde ich wahrscheinlich nicht so früh wechseln, aber bei FIFA habe ich ehrlich gesagt nicht so die Panik. Weil, ja, Kammerwinger doch oft in die Zweikämpfe geht und ich nicht riskieren will, dass mir der da vom Platz fliegt. Ah, da gibt es wohl auch den Freistoß. Vorteil zumindest. Blanke ist nicht schlecht. Aber wir kommen leider nicht zum Abschluss. Schmid mit Pressing. Hat er im Laufduell eine Chance? Ich glaube nicht. Da hast du halt einfach keine Chance nachzukommen. Und dann lässt er mich auch noch so aussteigen. Blanke schlecht, aber die wäre beinahe noch gefährlich geworden wegen meiner schlechten Klärung. Oh, der muss ein bisschen tiefer kommen. Ein bisschen weiter. Und da gibt es wieder Foul. Irgendwie bin ich nervös. Wie im FM, wenn die Führung so eng ist, kann halt schnell mal was passieren. Einmal nicht aufgepasst und schon ist er drin. Wie im Leben. Gut geklärt, wollte ich gerade sagen. Ich fand den Zweikampf jetzt eigentlich nicht so hart. Veljkovic gut im Luftduell. Und ja, schade. Ballgewinn wäre hier super gewesen. Da hätte man schönen Konter fahren können. Die stehen nämlich gerade echt hoch. Boah, das war auch riskant. Als mehr oder weniger letzter Mann hier. Und auch da wieder das Foul. Wieder kein Konter für uns. Aber vielleicht jetzt. Sie stehen wieder hoch. Momentan können wir uns nicht so wirklich befreien. So, schön gelöst. Ah, den wollte ich nicht auf Selke. Den wollte ich links rausspielen.
Aber Schmidt macht es wieder gut. Selke mit dem guten Tackling. Rashica. Ah, der Pass. Der Pass, viel zu schwach. Und aufpassen. Boah, Chance ist nicht vorbei, da ist es. Ich hab's noch gesagt. 68. Minute 1:1. Ja, da steht dann Veljkovic zu weit weg. Dreht er jetzt mal ein bisschen auf. Ist gleich von der Stimmung her auch ein bisschen besser, je lauter das ist. Es war gerade ein bisschen leise, kommt mir vor. So. Jetzt heißt es halt wieder Gas geben. Versuchen zu drücken. Und das gibt einen Foul. Der war nicht ohne. War der nicht reingekrätscht? Wundert mich, dass das nicht mehr war. Aber mal ich und Freistöße. Was will ich denn? Gemischt? Flatterball. Aber da war nicht schlecht. Zumindest wäre er reingegangen ohne Torwart. Das ist schon mal was. So, gut gemacht. Da haben wir Rashica schon wieder. Oh, schade. Eigentlich keine schlechte Kombination. So. Schmidt kommt da gut vorbei, holt wieder den Freistoß raus. Jetzt werde ich es mit ein bisschen mehr Gefühl versuchen. Ohne Flatterball. Ja, das ist gut. Aber ein bisschen zu locker. Platziert war er nicht schlecht. Ich habe versucht, ihn ein bisschen in Richtung Tor zu, also Torecke zu drehen. Ach, wollte eigentlich gerade reingrätschen, aber ich hatte dann den Ball plötzlich, deswegen die komische Flanke hier. Manchmal ist das ganz effektiv, dieses Reingrätschen. Schade. Da hat sich Veljkovic jetzt... was, Veljkovic? Gerade nicht sicher. Ein Farkas in die Offensive eingeschalten, okay. Rashica. Nein, der geht daneben, das gibt's ja nicht. So, die empfehlen mir Sargent für Bittencourt, kann man machen. Gibt's nicht. Der dreht sich sogar noch Richtung Tor. Aber geht schlussendlich trotzdem daneben. Gehen auf Offensiv die letzten 10 Minuten. So, den haben wir. Schmid macht seine Sache heute nicht so schlecht, finde ich. Hat auch da wieder einen Freistoß rausgeholt. Jetzt ist die Frage, spielen wir den Freistoß lang? Aber es sind, glaube ich, die Innenverteidiger nicht wirklich vorne, oder? Mach ich lieber so. Boah, der war nicht schlecht. Beinahe. Der war wirklich nicht schlecht. Dass der durchgeht, wundert mich. Also ich habe schon damit gerechnet, dass der jetzt gleich geblockt wird. Oh, schade. Nochmal die Chance. Boah, das war schlecht. Sollte ein Schuss gewesen sein. Ich erkläre es lieber dazu. Ich glaube, das hat niemand von euch erkannt. War nicht schlecht. Ah, dann kriege ich den Ball nicht durch. Da wäre nach außen wahrscheinlich noch die bessere Alternative gewesen. Jetzt muss man aufpassen, defensiv auch noch. Das muss hier noch kassieren. Hätte ich jetzt auch wieder faires Tackling gesagt, aber okay. Das heißt, sie kriegen nochmal eine Freistoßchance. Ich weiß nicht, ob wir es noch hinkriegen, da irgendwie vielleicht zu kontern. Vielleicht, schauen wir mal. Schmidt. Ich muss den Pass nach außen suchen. Innen war zu. Ja, und das war zu durchsichtig. Kein Problem. Und damit, ja, verabschieden wir uns aus Berlin mit zumindest einem Punkt. Wir sind eigentlich super in das Spiel gestartet. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es dann schlussendlich nicht geklappt hat. Wenn wir noch kurz die Fragen beantworten hier. Schade, wirklich schade.
Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um so uns ein paar Fragen zu beantworten. Der Druck ist groß. 2 Monate fällt er aus. Baldige Genesung. Alter Schwede, ist das lang. Zwei sehr gute Abwehrreihen. Ja. Vielen Dank für diese. Andi Lattek. Wie gewohnt souverän in seinen Ansprachen. So, jetzt müssen wir hier noch kurz schauen. Gehen wir kurz auf die erste Aufstellung. Da müssen wir jetzt natürlich schauen, dass man Nafa von Farkas ersetzt wird. Wen nehmen wir da dann mit? Straudi könnte rechts hinten spielen, theoretisch. Defensiv aber eigentlich nicht so wirklich zu gebrauchen. Friedl können wir, ja. Eigentlich ist Agu gar nicht so schlecht, weil der rechts hinten auch spielen kann. Also bei der zweiten Taktik sollte ich es auch noch einstellen, weil da ist Farkas jetzt natürlich auch aufgestellt. Da könnte man dann den, oder den Straudi dazu. Und jetzt müsste noch irgendwer fehlen, Groß. Jago haben wir auch noch unten, aber wurscht. Das passt schon so. Gut. Deutschland abgegrast. Ausgekugelte Schulter, 2 Monate. Sehr, sehr heftig. Ja, und jetzt geht es ums Training. Hier sehen wir, die Bissigkeit geht runter. Das heißt, wir müssen hier diese Übungen, wir sehen hier beste Note nicht vorhanden, mal absolvieren, damit wir hier gute Noten zusammenbekommen. Und dann wird eben in Zukunft, wenn wir simulieren, wieder die letzte Note hergenommen. Das heißt, oder die beste Note hergenommen, so kann man sagen. Deswegen werden wir jetzt einfach versuchen, eine ganz gute Note zu schaffen. Das Spiel kenne ich an sich schon. Wir müssen halt einfach immer zu denjenigen Blanken, die gerade markiert sind. Das wird jetzt immer schneller. Und wie man hier sieht, drehen sie sich dann auch plötzlich. Man muss dann halt auch immer schauen, dass die gerade in diese Richtung gehen, wo man flankt. Also ist eigentlich eine ganz nette Übung, muss man schon sagen. Bisher läuft sie ganz gut. Hier hat jetzt nicht geklappt. Aber dafür werden wir trotzdem Bestnoten zusammenkriegen. Ja, das heißt, wir haben A locker zusammengekriegt. Jetzt gehen wir auf die nächste Übung. Und das muss man halt einmal durchmachen. Ich habe es jetzt bei Arsenal eigentlich so gehabt, dass ich dann, ich glaube nach 2 oder 3 Wochen im Endeffekt keine einzige Übung mehr hatte, die ich noch nicht hatte, und dementsprechend ist das dann schon okay. So, da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir die Flanken möglichst gut reinbringen. Dann im Idealfall natürlich auch verwandeln, aber die sind gerade übelst unfähig da in der Mitte. Gibt's ja echt nicht, wir kriegen keinen einzigen Treffer hier hin. Na, endlich mal. Weil die Treffer bringen wirklich Punkte. Alles andere ist zwar ganz nett. Komm schon, Eigentor. Ah, das zählt, sehr schön. Der geht auch drüber. Ah, ich muss gleich schießen, okay. Schön, dass Eigentore zählen. Ah, der war schon nicht schlecht. Bin schon bei grandios, obwohl wir noch 3 Versuche haben. Also das müsst ihr halt am Anfang einmal machen und dann habt ihr es eigentlich. Und dann haut es mit dem Training und dieser Bissigkeit auch hin. Ich muss ehrlich sagen, wenn es so mühsam ist, eine Bissigkeit hochzuhalten, dann ist es so ein Feature, das man auch gut oder gerne streichen könnte. Aber vielleicht hilft euch jetzt dieses Video mal, um das Ganze zu checken. Nächste Übung. Jetzt machen wir die eine Übung noch und dann seht ihr, was ich mit dieser ganzen Geschichte meine. Trophäen sammeln, okay? Das ist auch gar nicht so einfach. Da müssen wir nämlich dribbeln und da ist halt die Frage, wie gut die sind, die man da ausgewählt hat. Ball schon mal weg. Gegner ist hier eh noch relativ passiv. Ball wurde verloren und jetzt habe ich schon eigentlich fast keine Versuche mehr. Also das wird nicht viele Punkte geben, glaube ich, hier. Ja.
Das heißt, wir versuchen es nochmal. Der schirmt mich eigentlich ganz gut ab. Zwischendurch ist es, glaube ich, eh relativ einfach, da vorbeizukommen. Da mache ich es mir dann selbst komplizierter, als es eigentlich ist. Faul, hallo? Super. Es ist deswegen der Ball weg. Na, gar nicht mal. Gerettet. Ah, dafür haben wir den verloren. Und der ist auch weg. Also das wären auch keine guten Punkte. Also da hat man quasi mit jedem Spieler, boah, das ist ja noch schlimmer, da hat man quasi mit jedem Spieler von den dreien, die hier in der Übung sind, mal die Chance, das zu schaffen. Ich sollte mich nicht zu sehr abdrängen lassen. Zeti ist eigentlich gehabt. Ist das bitter. Also das ist definitiv nicht meine Übung. Aber mir kommt vor, dass es zumindest besser wird. Weil ich da halt auch nicht hinkomme. Aber es steht grandios. Damit bin ich schon mal voll zufrieden. Zeit habe ich eigentlich auch keine mehr. Also wenn der Ball jetzt weg ist, war es das. Ja, B. Okay, damit kann ich leben. Und jetzt seht ihr die Ergebnisse. Und da sieht man, wie die Bissigkeit drauf geht. Also bei A bringt schon ordentlich was. Und die brauchen wir dann halt. Das heißt, diese ganzen Trainingseinheiten, die helfen dann, um eben einfach die Bissigkeit der Ersatzspieler raufzukriegen. Das heißt, wir können da dann wieder reinschauen, könnten jetzt wieder die gleiche Übung nehmen, aber ich würde sagen, wir sollten da einfach mal zwischendurch diese Übungen machen. Wie gesagt, nach 2-3 Wochen war es bei mir zumindest so, dass das alles dann eh weg war. Gehört halt jetzt dazu. Ich finde diese ganzen Minispiele eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also ich glaube schon, dass es in vielen Dingen wirklich was bringt. Also wirklich so wie Trainings quasi. Da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir immer zu den Ball zu den Spielern kriegen, die hier markiert sind. Solche Übungen liegen wie immer mir irgendwie immer mehr. Habe ich so das Gefühl. Da zählen halt auch wirklich nur die Punkte bei den Spielern, die gerade markiert sind. Also man kann andere Pässe auch spielen, aber das bringt halt nichts. Aber hier, das ist relativ easy gewesen. Und ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus, auch für euch. Torwart überwinden, das sollte eigentlich auch gehen. Seht ihr, läuft super. Ball wurde verloren, überhaupt nicht. Großartig. Ich weiß nicht, ob es da was bringt, einfach nur zu schießen. Oder ob ich da mal versuchen soll, den auch auszuspielen. Aber das ist... Also ich glaube, da sollte man schon jeden reinmachen, weil das bringt irgendwie nichts. Na super. Und dann hat er das noch von vorhin markiert gehabt. Ich mache das gleich nochmal. Das ist hier. Boah, ist das lästig. Also, das ist so eine Übung, die ich überhaupt nicht leiden kann. Nervt mich jetzt schon. Ist eh gut, dass man schnell in solche Situationen reingeworfen wird. Aber wenn du eigentlich schon im Torhüter drin stehst, wenn du den Ball kriegst, das ist wirklich nervig. Also ein bisschen fester schießen. Ich hau die jetzt einfach alle rein. Komm schon. Es ist drin. Und da steht, Ball wurde verloren. So waren wenigstens alle drin. D. Gut, das ist natürlich eine Katastrophe.
Was brauchen wir noch? Schnelle Schüsse. Das immer D bringt ein bisschen was, aber fast nichts. Muss ich auch noch machen. Und dann kann man natürlich auch Übungen wechseln etc. Aber ich mache das jetzt einfach mal so, wie es vorgeschlagen wird. Also ja, wir haben es jetzt zumindest mal hergezeigt. Wir müssen es jetzt halt zwischendurch mal machen. Ich werde, glaube ich, jetzt nach dem Part dann einfach mal... Also zwischen den einzelnen... Was muss ich machen? Muss ich da... Ach so. Muss sofort abziehen quasi. Also ich habe nicht viel Zeit. Da ist jetzt der Torwart auch im Spiel. Zumindest zum Teil. Ich sollte versuchen, mehr auf diese Dinger zu zielen. Sonst sind es relativ wenige Punkte. Der war gut. Ja, bringt schon einiges an Bonuspunkten, wenn du das triffst. Boah, ja sowas zum Beispiel. Da kriegst du den Ball eigentlich zu einer Phase, wo du eh schon im Torwart drin stehst. Eieiei, das ist auch nicht wirklich gut. Ich könnte sagen, es liegt an Bremen. Aber ich glaube, es liegt dann doch an mir. Einmal probiere ich es noch. Oh, der war schön. Der war richtig schön. Ich versuche schon... Boah, das ist nervig. Man so schnell abschließen muss. Zum Teil geht es relativ gut, zum Teil gar nicht. Aber dass ich den nicht erwische, nervt mich auch. Na, die Treffer im Eck sollten eigentlich einfacher sein. Bin ich auch immer wieder gefühlt sehr, sehr knapp dran. Der war schön und wichtig. Viele Punkte. Also ein guter Tausender kommt pro Treffer gegen den Torhüter zusammen. Der war auch wichtig. 15.000. Vorhin hatte ich 16, die habe ich jetzt schon. Der wäre wichtig gewesen. Einmal geht noch. Dann haue ich ihn drüber. Ah, okay, 18.000, das ist okay. Das heißt, wir kriegen dafür die Trainingspunkte bzw. die Bissigkeit plus 7. Also das ist schon ganz ordentlich, weil wir sehen, wir sind hier auf 11 unten. Also ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das jetzt so machen. Eine Trainingseinheit werde ich jetzt noch machen. Also für diejenigen, die Lust haben, mitzumachen, gerne. Die wollen Mina ausleihen. Mit Kaufoption? Nee. Mit Kaufoption habe ich ihn eigentlich nicht vorher zu geben. Und ja, ich würde sagen, ich mache die Trainings jetzt einfach nach der Partie, nach dem Part. Und ja, dann sollten wir noch vereinzelt Trainingseinheiten brauchen. Das heißt, ich hoffe, euch hat es heute trotzdem Spaß gemacht, obwohl wir nur ein Spiel hatten. Und ja, ich hoffe, ihr kennt euch jetzt auch ganz gut aus, was die Bissigkeit angeht. Und ihr werdet dann eh sehen, dass es nicht so schlecht funktioniert. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Genießt es und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es mit dem FM weitergeht. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.